Good morning, Samstag früh, das ist da Pfannkuchen-Time. Genau. Ja, ich bin am Pfannkuchen machen und dann starten wir mal endlich in den Tag. Wir haben nämlich mittlerweile einfach 20 vor 10. Es ist sehr spät heute, aber darf man mal am Wochenende. So, mittlerweile schon kurz vor 11 und ich sitze jetzt hier draußen auf der Liege. Die Jungs sind gerade drin, aber die kommen gleich wieder raus. Haben nämlich gerade alle mal umgezogen. Ich ziehe mich auch noch um, aber ich liege jetzt hier eh noch ein bisschen im Schatten und fange an, mein Video zu schneiden. Ich muss sagen, gestern und heute hatte ich extreme Kopfschmerzen. Also ich musste gerade auch eine Aspirin nehmen und mich mal hier raus an die frische Luft setzen. Ich hoffe, es wird dann besser. Also meine Nase ist frei. Ich habe auch wirklich, ich putze gefühlt zweimal am Tag meine Nase, also es ist wirklich frei. Ich weiß nicht, warum diese Entzündung noch so lange anhält. Ich merke schon, dass da noch was ist. Es ist nicht mehr so schmerzhaft, also ich kann schon hier so leicht draufdrücken. Ich merke aber, dass da noch was ist und meine Zähne tun auch noch immer leicht weh. Es ist nicht mehr so schlimm, aber sie tun noch weh und vor allen Dingen habe ich echt gute Kopfschmerzen. Ich würde nicht sagen stark, aber es ist nicht leicht. Sagen wir es mal so. Ja, ich hoffe, es wird jetzt besser. Ich werde jetzt anfangen, wie gesagt, mein Video für heute zu schneiden. Und wenn ich das fertig habe, dann gehe ich auch mal ins Bad, mache mich, gehe mal duschen, ziehe mich um und so weiter. Bin die ganze Zeit hier in so einem Tanktop rumgerannt und jetzt dachte ich mir so, wenn du dich draußen hinsetzt, es sind jetzt aktuell 22 Grad. Absolut strahlend blauer Himmel. Es sollen aber sogar 28 Grad heute werden. Deswegen, wenn ich hier fertig bin, dann gehe ich mal duschen, ziehe mir was Kurzes an und dann werde ich in der Zeit, wenn Samu schläft, habe ich vor, ein Video zu drehen, das Q&A-Video. Und wenn Samu dann wieder aufwacht, dann werden wir mal hier bei uns auf einen großen Spielplatz gehen, vielleicht Eis essen und so ein bisschen was unternehmen, genau. Das ist der Plan. Deswegen würde ich sagen, ich lege mal los. Hm? So, Mittagessen-Time. Alles gemischt hier. Einmal Burgers. Ich hatte aber Lust auf Lachs mit Salat. Yummy, yummy. Ich habe es auch richtig dunkel anbraten lassen. Ich mag das einfach, wenn es so richtig schön knusprig ist. So, guten Appetit. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal wieder. Ich muss mich erstmal sammeln. Ich habe nämlich gerade 50 Minuten. Wie soll ich dieses Video schneiden? 50 Minuten habe ich gerade ein Q&A für euch gedreht. Ich habe alle Fragen beantwortet, die es bis dato sozusagen zu mir geschafft haben. Alle, die auf YouTube kamen, die auf Insta-Story und auf Instagram gestellt wurden, die Fragen habe ich alle beantwortet. Also deswegen ein unheimlich langes Q&A, aber alles beantwortet. Genau, ansonsten ist heute nicht großartig irgendwas passiert. Ich habe zwei Vlogs geschnitten. Der eine ist schon online und den anderen werde ich jetzt gleich online stellen. Da ist aber schon alles fertig. Ich muss nur auf online klicken. Richtig, richtig gut. Das hatte ich mir nämlich auch für heute vorgenommen, dass ich mal wieder, wie gesagt, ich versuche ständig ein bisschen besser in die Echtzeit zu kommen. Aber deswegen zwei Vlogs sind online gegangen. Ich versuche auch heute und morgen früh das Q&A jetzt zu schneiden, dass das vielleicht dann morgen am Sonntag online kommt, das wäre ganz cool. Genau. Nachdem ich aber mit den Videos fertig war, haben wir nämlich erstmal Mittag gegessen. Habt ihr gesehen, mein Mann und meine Schwester hatten mega Lust auf Burger, die sie sich gemacht haben. Der Lias hatte ein paar Gnocchis von gestern gegessen, aber auch ein bisschen bei meinem Mann und meiner Schwester mitgenascht, bei den Süßkartoffelpommes, genau. Und ich hatte mega Lust auf einen gemischten Salat mit Lachs. Oh mein Gott, das hat so unglaublich gut geschmeckt, genau. Und danach war ich duschen gewesen, habe mich einmal fresh gemacht, hier hingesetzt und direkt gedreht. Es ist heute aber noch eine Sache passiert. Ich freue mich so, so sehr. Und zwar, ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten in Bezug auf Hochzeit. Also, ich habe, also es geht um das Thema Brautkleid. Ganz großes Thema und so, 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 so toll. Oh mein Gott, Leute, ich weiß ja nicht, seid ihr, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, seid ihr einer dieser Frauen, die auch ihr Leben lang schon davon träumen, irgendwann mal in so einem weißen, schönen Brautkleid zu stecken und zu heiraten? Oder sagt ihr, nö, war noch nie mein Traum?
Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es war schon immer mein Traum und meine Vorstellungen. Meine Vorstellung war immer gewesen, kirchlich zu heiraten. Also ich finde freie Trauungen und draußen und so weiter auch wunderschön. Aber in meiner Vorstellung habe ich immer in einer Kirche geheiratet. Ich habe da irgendwie auch mehr das Gefühl, dass die Leute, die nicht mehr bei uns sind, dass die da noch näher bei uns sind. Also ganz komisch, aber das ist irgendwie, ist das so? Und ich hatte immer die Vorstellung von einem absoluten XXXL-Prinzessinnenkleid. Also richtig schön puff, ja. Also hier nichts mit A-Linie, sondern am besten das Kleid geht direkt so. Also richtig krass groß mit Schleppe und langem Schleier. Und ich hatte mir immer vorgestellt, eine Corsage mit einem Herzausschnitt, mit viel Bling Bling, Tam Tam, bla bla bla, Pipipi, alles Mögliche. Also richtig buff. Krönchen und allem drum und dran. Das war immer meine Vorstellung. Ich finde es auch immer noch schön. Aber mir gefallen mittlerweile andere Kleider auch echt richtig gut. Also so Meerjungfrauenkleider, die auch eine schöne lange Schleppe haben. Ich finde auf der einen Seite Tüll sehr schön. Ich finde auf der anderen Seite Spitze wunderschön. Ich finde Glitzer sehr schön. Ich finde aber auch dezent nur mit Spitze wunderschön. Ich finde so viel schön, dass ich Angst habe, dass ich 5 Termine brauche, bis ich irgendwann mal mein Traumkleid gefunden habe. Wow. Auf jeden Fall bin ich ja auf die Suche gegangen nach Brautmodenläden und bin absolut nicht fündig geworden. Alles, was in der Nähe oder was in Frankfurt ist, ist eine absolute Katastrophe. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung Tüll und Tränen kennt. Zwischen Tüll und Tränen, so heißt es, glaube ich, habe ich immer mal wieder geschaut gehabt in der Vergangenheit. Und da schaffen es ja wirklich auch nur so Brautmodenläden hin, wo man sagt, hey, die sehen auch wirklich nice aus. Die haben es richtig drauf, die haben schöne Kleider, die haben eine schöne Location und, und. Und ich habe da auch noch nie irgendwas gesehen, so von wegen Frankfurt. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Hier gibt es nämlich keine schönen Brautmodenläden. Es ist echt traurig, aber wahr. Es gibt einen Brautmodenladen, wo ich immer vorbeifahre, wenn ich nach Frankfurt reinfahre, in die Innenstadt, in meinen Parkhaus, wo ich immer parke, da fahre ich immer an einen Brautmodenladen vorbei. Und oftmals stehe ich an der roten Ampel und dieses Brautmodengeschäft ist genau neben dran und ich kriege jedes Mal das Kotzen, weil dieses Geschäft von außen schon so unglaublich hässlich aussieht. Und es ist ja ein Schaufenster, wo man ja durchgucken kann, wo man dann die Kleider da so traurig hängen sieht. Sieht absolut hässlich aus. Die Kleiderpuppen, die im Schaufenster stehen, ist wirklich das Schäbigste vom Schäbigsten. Also das ist wirklich jedes Mal, wenn ich davor stand, dachte ich mir so, boah, wenn du davor stehst, hast du keinen Bock mehr zu heiraten. Also wer geht da rein? Keine Ahnung. Und dann waren wir mal in einem Brautmodenladen und zwar hatte meine Schwester das organisiert, als ich mein Standesamt Brautkleid gesucht habe. Genau. Da waren wir in einem Brautmodenladen. Das war auch so relativ versteckt gewesen. Also in so einem normalen, also es war auch in der Innenstadt. Und dann musste man da aber die Treppen hoch und dann war das in so ein, ja, wie so eine Wohnung halt eben. War okay, aber war halt auch nicht so dieses, oh, wie man es halt so im Fernseher kennt, gell, mit diesen Anproben und wie es alles so schön ist und sauber und clean und so. Keine Ahnung, es war halt so. Ich habe mich wie in so einem Billigshop gefühlt irgendwie. Also wirklich echt nicht schön. Und da sind wir auch eigentlich direkt wieder raus. Und es war meine einzige Erfahrung, dass ich mal in so einem Laden war. Das kann man aber auch echt nicht irgendwie zählen, weil ich habe da nichts anprobiert. Da hingen auch nicht nur Brautkleider, sondern da hingen auch viele bunte Kleider. Alles Mögliche war auch so dazwischen, so an festlichen Kleidern. Ja, deswegen wird es tatsächlich so meine erste richtige Erfahrung mit Brautkleidern und mit überhaupt so einem richtigen schönen Brautmodenladen. Auf jeden Fall habe ich gefragt auf Instagram, auf Insta-Story, gestern war das gewesen, habe gesagt, Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich finde in Frankfurt keinen Brautmodenladen. Und wenn es hart auf hart kommt, muss ich halt wirklich nach Düsseldorf und Köln fahren. Da habe ich wunderschöne Brautläden gefunden. Aber es ist natürlich blöd, weil man fährt dorthin erstmal fürs Aussuchen. Wenn das Kleid dann angekommen ist, kommt man ja nochmal hin, um das Ganze irgendwie nochmal abzustecken und zu schauen und zu machen und zu tun. Und dann, also wenn man Glück hat, hat man drei
Termine, die man dort hat, und wenn man Pech hat, sogar vier. Also, dann ja, dreimal da hin und her zu fahren, ist es natürlich echt, muss nicht unbedingt sein. Vor allen Dingen, wenn man merkt, kurzfristig, oh, das Kleid ist doch irgendwie zu groß, ich habe nochmal was abgenommen oder wie auch immer, hoffentlich, wäre es schon schön, wenn es jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 2, 3 Stunden entfernt ist, der Laden. Auf jeden Fall habe ich auf Insta-Story gefragt und es haben mir ganz, 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 ganz viele geschrieben. Wirklich, ich glaube, 85% der Nachrichten war ein bestimmter Brautmodenladen in Wetzlar. Und der war auf meinem Schirm. Ich habe den schon auf Instagram abonniert gehabt sogar und fand ihn auch wunderschön. Aber fragt mich nicht warum. Ich habe damals die Postleitzahl gesehen mit 35 oder 335, ich weiß es gar nicht. Und Wetzlar. Und für mich war das so weit weg. Also ich dachte mir so, es ist weit weg. Ich muss gar nicht gucken. Also wow, richtig, richtig schlecht. Erdkunde 6, würde mein damaliger Lehrer sagen. Ich habe auf jeden Fall gar nicht dann danach geschaut, weil ich dachte, das ist halt sowieso voll weit weg. Auf jeden Fall ist der Original von unserer Haustür bis zu deren Haustür 41 Minuten entfernt. Hallo? So viel brauche ich auch, wenn ich in die Frankfurter Innenstadt fahre und dort dann parke, brauche ich genauso lange. Und dort ist wirklich, also wirklich hier von Haustür zu Haustür und die haben dort direkt einen Parkplatz. Also 41 Minuten und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dort einen Termin vereinbart. Ich hatte dort angerufen und gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wann muss man spätestens einen Termin bei euch machen, dass es auch wirklich auch alles glatt geht mit dem Kleid? Und sie meinte, wirklich das aller, 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 aller späteste wäre 6 Monate. Da ist es dann aber auch so, weil es gibt manche Kleider, die haben 3 Monate Lieferzeit und manche haben 4 Monate Lieferzeit. Da wäre es dann auch so, dass man sich wirklich auch für ein Kleid entscheiden müsste, was 3 Monate Lieferzeit hat. Und dann muss man halt wirklich schauen, dass man mit den Änderungen und so zackig, zackig ist. Und es ist schon knackig. Sie hat gemeint, eigentlich wäre, also der Idealfall wäre 8 Monate. Genau, und da habe ich gemeint, okay, ich bin jetzt 10 Monate vor der Hochzeit, also habe ich noch so 1, 2 Monate Zeit. Und meinte sie, ja, also das ist auf jeden Fall machbar. Mein Hintergedanke war halt einfach, dass ich mir einen Termin in 2 Monaten mache, dass ich einfach wirklich noch diese 8 Monate Zeit habe, dass es wirklich nicht zu knapp wird, dass wirklich alles, dass man genug Zeit hat, um das Kleid zu ändern und hinzufahren und nochmal zu probieren und selbst wenn dann nochmal eine Änderung ist und, dass wirklich für alles genug Zeit ist. Aber ich auch nochmal jetzt 2 Monate Zeit habe, um meinen Hintern hochzukriegen und ein paar Kilo zu verlieren. Das war der Hintergedanke. So, das heißt, ich habe jetzt 2 Monate Zeit. Meine Brautkleidanprobe ist Ende Oktober. Genau. Das heißt, ich habe wirklich jetzt 2 Monate und eine Woche Zeit, echt mal ein bisschen was zu machen, um meinen Hintern hochzukriegen und ein paar Kilo zu verlieren, weil ich habe halt einfach, ich glaube einfach, dass wenn ich ein paar Kilo weniger wiege, dass ich mich auch mal trauen würde, vielleicht so ein Meerjungfrauenkleid anzuprobieren und mich vielleicht dann nicht so total unwohl fühlen würde. Genau, also ich habe auch gerade im Q&A schon gesagt, ich glaube, dass es einer der besten Anlässe ist, Gewicht zu verlieren für seine eigene Hochzeit. Also ich meine, ja, es ist immer schön, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dass man sagt, da und da ist zum Beispiel mein Abschluss oder irgendwas, wo man sagt, hey, bis dahin möchte ich 5 Kilo verloren haben zum Beispiel. Es ist halt schön, so ein Ziel vor Augen zu haben, worauf man hinarbeitet halt eben. Und ich glaube, Hochzeit ist halt wirklich, also bester Anlass. Und ja, deswegen hoffe ich sehr, dass es Ansporn genug für mich ist, da irgendwie was zu rocken und irgendwie ein paar Kilo zu verlieren. Also ich habe es mir fest, fest vorgenommen und deswegen, ja, we will see. We will see. Ich versuche einiges zu Hause auf jeden Fall zu machen. Ab Montag gilt ja die 3G-Regel bei uns in Hessen. Also geimpft, genesen, getestet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich vorher mich testen lassen gehen und überhaupt, also mega nervig. Ich habe jetzt übrigens,
Erzähle ich gleich, das ist ein anderes Thema. Ja, das wollte ich jetzt nochmal abschließen. Also, ich habe ganz offiziell einen Brautmodenladen gefunden, wo ich mir ziemlich sicher bin, weil sie einfach die schönsten Kleider hat, dass ich mein Brautkleid dort finden werde. Ich hoffe es. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich dort mein Brautkleid finden werde. Und wie gesagt, Ende Oktober. Und bis dahin nehme ich mir einfach vor, wirklich ein bisschen ja, was zu rocken und ein paar Kilo zu verlieren. Und genau. Übrigens, man darf dort 3 Personen mitnehmen. Genau, die wollen halt einfach, dass man nicht irgendwie da mit 10 Leuten auftaucht und jeder gibt seinen Senf dazu und die Braut ist dann total verunsichert. Also man soll nur 3 Leute mitnehmen und das sind ja dann meistens auch die Engsten, die man aussucht. Von daher aus wird das schon alles gut gehen. Ich habe aber von Anfang an nicht vorgehabt, tatsächlich mehr mitzunehmen. Also mir war schon immer klar, dass ich meine Mutter, meine Schwester und meine Tante mitnehme. Das sind einfach die Personen, die mir sozusagen am nächsten sind. Also natürlich abgesehen von meinem Mann und meinen Kindern, ist ja ganz logisch. Aber das sind so die 3 Frauen in meinem Leben, die immer da waren, da sind und da sein werden, egal was war, was wird. Das ist so meine engste Familie. Ja, schon, wir sind ja hier in Frankfurt immer nur zu viert gewesen, bevor wir Beziehungen hatten. Auch meine Mutter und meine Tante waren wir immer zu viert. Wir haben immer über Jahre zu viert immer alles gefeiert, ob es unsere Geburtstage waren oder Weihnachten und so, wir waren immer zu viert und klar, wir sind irgendwann größer geworden, weil dann unsere Männer dazu gekommen sind, aber das sind die 3 engsten Personen und da möchte ich auch gar nicht großartig jemand anderen mit dabei haben und ich möchte auch auf gar keinen Fall einen von den 3 missen. Ich habe heute schon allen Bescheid gesagt und die freuen sich und die werden sich den Tag frei halten. Genau, also in 2 Monaten geht's los. Ich freue mich so sehr. Ich war heute richtig aufgeregt und habe mich richtig darüber gefreut, dass das jetzt so auch gefixt ist. Genau, so, das ist das eine Thema. Das andere Thema, was ich gerade angesprochen habe, Corona. Ja, ziemlich nervig. Ich habe momentan das Gefühl, dass man gezwungen wird, schon regelrecht genötigt wird, sich impfen zu lassen, weil einem sonst alles irgendwie erschwert wird, verboten wird und wie auch immer. Also es war ja sogar die Sprache davon oder die Rede davon, dass ich bin gespannt, ob das durchgesetzt wird, dass zum Beispiel auf ganz große Veranstaltungen, sowas wie Konzerte und sowas, in Zukunft wirklich nur Leute gehen dürfen, die geimpft oder genesen sind. Ja, also nicht mehr mit getestet und sowas. Ja, schwierige Geschichte. Der eine sieht so, der andere sieht so. Ich weiß, da hat jeder seine eigene Meinung. Das dürft ihr auch entweder toll finden oder scheiße finden. Völlig wurscht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mich impfen zu lassen. Genau. Momentan ist es ja tatsächlich so, dass man zu den Impfzentren gehen kann, ohne Termin, ohne Ankündigung. Man kommt da einfach hin und kann sich pieksen lassen. Und warum ich das mache, hat 2 Gründe. Der erste Grund ist der, den ich gerade schon genannt habe, einfach weil ich möchte einfach meine Freiheit haben. Ich möchte einfach, wenn ich spontan sage, ich möchte jetzt in ein Geschäft gehen, dass ich da hingehen kann, ohne nochmal vorher nachzudenken, ah, du musst noch einen Termin vereinbaren, um da und da dich testen zu lassen. Klar, es gibt auch einige Orte, wo man sich spontan testen lassen kann, aber zum Beispiel jetzt bei uns hier im Ort, gibt es eigentlich nur eine Stelle, wo man sich spontan testen lassen kann und die hat halt eben nicht von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet, sondern die hat ganz skurrile Öffnungszeiten und es ist halt nicht immer möglich, deswegen man muss das Ganze schon immer planen und überhaupt, also es ist einfach nur nervig, ja. Ich muss dann ja auch schauen in der Zeit, wo ich mich testen lassen gehe, dass ich die Kids betreut kriege, wenn mein Mann halt eben arbeitet und keine Ahnung, ich finde es halt mega kompliziert, ich möchte das einfach nicht, ich möchte einfach frei sein, ich möchte einfach hingehen, wo ich will. Ich möchte vor allen Dingen wann und wo und überhaupt. Also wenn ich mich in ein Restaurant setze, möchte ich da einfach in Ruhe essen, auch dieses Spontane nicht verlieren und es wird halt einem einfach genommen, wenn man nicht geimpft ist. Also genau, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich jetzt bei unserer letzten
Erkältung, Grippe, Sommergrippe, was auch immer es gewesen ist, einfach gemerkt habe, wie verdammt schlecht es uns ging. Also uns ging es wirklich so schlecht, dass ich selber schon gedacht habe, dass wir Corona haben. Sonst hätte ich niemals diesen PCR-Test freiwillig gemacht. Boah, war der schrecklich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das nochmal toppt, indem man noch Fieber draufhaut, also so wie es halt eben bei Corona der Fall ist. Ich habe ein bisschen Angst davor bekommen, Corona zu bekommen, und wie der Verlauf bei mir wäre. Einfach weil ich auch mit Asthma und so weiter, also ich habe ja schon Probleme mit der Lunge. Und da habe ich jetzt bei der letzten Erkältung echt so ein bisschen mehr Respekt vorbekommen und ein bisschen Angst. Oh, was wäre denn, wenn ich Corona bekommen würde? Wie wäre bei mir der Verlauf? Wie schlimm und wie stark wäre es? Und im Hinblick darauf, dass wenn ich geimpft wäre, dass der Verlauf halt einfach milder wäre oder man wenig bis keine Symptome hat, das ist sozusagen der zweite Grund, weswegen ich mich jetzt dafür entschlossen habe, tatsächlich mich impfen zu lassen. Genau. So, das als kurze Erklärung. Wie gesagt, der eine ist pro, der andere Gegner von Impfen. Jeder, wie er möchte. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, letzten Endes dafür entschieden. Genau. So, das wollte ich auch noch mal erzählen. Ja, das war es jetzt eigentlich. Ich werde jetzt runtergehen. Wir haben mittlerweile 20 vor 7. Ich denke, der Samu wird jetzt auch gleich mal, dass wir den mal ins Bett legen. Dann werde ich zusammen mit den Lias zu Abend essen mit meinem Mann. Und dann werde ich mich, denke ich, wieder an den PC setzen und weiterarbeiten. Ja, so ist es, gell? Und ja, ich denke, ich guck mal, ich werde mich morgen auf jeden Fall melden, aber morgen sind wir ja auf jeden Fall bei der Family. Ich freue mich schon so sehr, denen endlich mal die Save-the-Date-Karten geben zu können. Mein Gott, wir haben ja jetzt die dritte Woche schon verschoben, weil wegen Krankheit und anderen Terminen und. Und jetzt haben wir es endlich mal gebacken bekommen, dass wir uns am Sonntag endlich alle sehen und dann kriegen sie endlich die Save-the-Date-Karten. Ja, ihr Lieben, ich höre auf zu quasseln und wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.